Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar gibt es heute meine englische Büchersammlung Teil 1, weil ich habe relativ viele englische Bücher. Es müssten so über 100 auf jeden Fall sein. Also ich habe ein Regalbrett, was so vorne und hinten vollgestellt ist und dann nochmal so vollgestellt, wie es geht. Und das ist nur voller englischen Büchern. Deswegen teilen wir das mal in zwei Teile auf, damit das Video nicht zu lang wird. Der zweite Teil kommt aber auch jetzt ganz zeitig. Den drehe ich nämlich gleich noch. Dann habt ihr das auch immerhin einigermaßen hintereinander und könnt das dann ja hintereinander gucken, wenn ihr wollt. Ich werde zu jedem Buch was sagen, wie in meinen Bookshelf-Touren auch. Also wenn ihr die geguckt habt, seid ihr das ja schon gewöhnt. Ja, wird nur dieses Mal halt nicht so lang, weil ich wie gesagt kein ganzes Bücherregal voller englischen Büchern habe, aber schon relativ viele. Vielleicht ist für euch ja auch der ein oder andere Buchtipp dabei und mich fragen halt auch immer voll viele, was sie als Anfänger so für englische Bücher lesen können, wenn sie mal anfangen wollen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oder hier, keine Ahnung, wo das i ist. Aber ich sage auch nochmal gleich so ein bisschen was dazu, also gebe euch auch so ein paar Empfehlungen, also könnt ihr auch einfach dranbleiben. Ja, und ich hoffe, dass euch das Video gefällt und für euch der ein oder andere Buchtipp dabei ist und ich würde sagen, wir fangen dann jetzt auch gleich mal an. So, hier seht ihr das Regalbrett mit meinen englischen Büchern. Es ist relativ zugestellt, also wie man vielleicht sieht, hier hinter sind nochmal Bücher, so voll wie es eben ging. Und ja, wir gehen da jetzt einfach mal nach und nach durch. Ich baue dann gleich hier die vorderen Bücher ab. Das sind insgesamt alle meine englischen Bücher. Ich habe in den anderen Regalen vielleicht noch so zwei, drei stehen, aber die lassen wir jetzt einfach mal weg. Und starten damit. Die sind auch eigentlich alle gelesen, außer vielleicht zwei, drei. Also ich kann tatsächlich zu allen was sagen. Ich zoome euch dann nur mal ein bisschen ran. Fangen wir mal hier oben an. Das ist Rebel of the Sands. Und das gibt es auch im Deutschen. Ich habe es im Englischen gelesen, weil ich das Cover so schön fand. Allerdings fand ich das Buch nicht sonderlich berauschend. Also, naja, muss man jetzt nicht lesen. Dann haben wir hier einmal Midnight Sun. Da habe ich letztens auch mal wieder den Film geguckt. Den finde ich echt deutlich schlechter als das Buch. Also das Buch mochte ich echt gerne. Und ich meine, das Cover ist halt auch ein absolutes Träumchen. Und jetzt hören wir mal auf, die hier rauszuziehen. Ihr seht sie ja so. Hier haben wir einmal It Only Happens in the Movies von Holly Byrne. Ich hatte eine Zeit lang eine richtige Holly Byrne-Phase. Da habe ich gefühlt alle ihre Bücher gelesen. Deswegen haben wir das hier. Ist ein wirklich gutes Buch. Also ist ein bisschen unkonventionell. Hat auch ein sehr... Hat ein Ende, mit dem man nicht rechnet. Das mochte ich echt gerne. One Small Thing war, glaube ich, auch mein Jahresfavoriten mal drin. Das fand ich auf jeden Fall absolut toll. Also die Paper-Reihe da von Erin Watt, die fand ich auch ganz gut. Aber One Small Thing ist echt noch viel besser. Dann The Catcher in the Rye von J.D. Salinger. Da dachte ich mir, lese ich mal einen englischen Klassiker. Ist aber auch schon ganz, ganz lange her. Deswegen kann ich da nicht mehr so viel zu sagen. Ich fand es damals ganz gut. The Loneliest Girl in the Universe habe ich gelesen, als ich krank war. Das weiß ich auch noch, weil ich das nämlich dann komplett durchgelesen hatte, weil ich so viel Zeit hatte. Das fand ich echt super. Also vor allem für Leute, die jetzt ihr erstes englisches Buch lesen wollen und sich nicht so sicher sind, so hey, was könnten sie lesen? Also das ist echt super. Das ist so leicht geschrieben und das versteht man total gut. Die Kapitel sind kurz. Das heißt, man kann sich immer kleine Stücke vornehmen und das ist echt gut. Dann Winter Song fand ich... leider sehr schlecht. Also es hat ein sehr schönes Cover hier mit dieser Rose auch drauf, aber weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen komisch, die Storyline verwirrend und mochte ich deswegen nicht so gerne. It Ends With Us von Colleen Hoover ist eins meiner Lieblingsbücher, finde ich ganz, ganz toll. Ist auch eins meiner Lieblings- bzw. das Lieblingsbuch, was ich von Colleen Hoover habe. Dann haben wir hier einmal Spark and Ink. Ink ist der erste Teil und dann kommt Spark. Das ist so eine Dystopienwelt, wo alles mögliche halt auf den Körper tätowiert ist und du dann eine Person schon daraus bestehend halt beurteilen kannst. Die Idee fand ich super interessant und der erste Teil ist auch mega gut und ich habe den auch in Rekordschnelle durchgelesen und wollte dann unbedingt Band 2 haben. Der hat mich leider sehr enttäuscht, fand ich relativ langweilig und habe dementsprechend dann den dritten nie gelesen. Hier haben wir einmal The Crown und The Selection. Hier neben steht The Her and the Elite and the One, also alle durcheinander, aber halt die ganze Selection-Reihe, die habe ich ja auch auf Deutsch und habe ich dann auch nochmal auf Englisch gelesen, weil ich die Bücher nochmal lesen wollte und dann dachte ich mir, kann ich sie auch auf Englisch lesen. Dann hier unten, wo ich gerade gesehen habe, dass es verdeckt ist, haben wir einmal noch Towering von Alex Flynn.
Ich habe auch so eine kleine Alex Flynn-Obsession, deswegen habe ich auch fast alle ihre Bücher gelesen. Das sind immer so Märchen-Retellings. Fand ich allerdings, ja, so mittelmäßig. War ganz okay. Ist halt auch mit eins der ersten Bücher, die ich auf Englisch gelesen habe, deswegen, das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr richtig erinnern kann. Simon Weathers, The Homo Sapiens Agenda und The Upside of Unrequited habe ich auch nochmal hier, für beides von Becky Albertalli. Das fand ich beides sehr, sehr gut. Ich mag, glaube ich, sogar das hier noch lieber als das, und das ist relativ unbekannt von ihr. Das, was nämlich noch erschienen ist, ist, boah, das Buch über Lia. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Es steht auf jeden Fall auch noch da hinten. Da kommen wir noch zu. Dann haben wir hier einmal Geekerella. Da muss ich euch mal das Cover zeigen, weil das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Und zwar das hier. Man sieht schon, ich meine auch vom Namen her, dass es ein Cinderella-Retelling ist. Und da ich sowas liebe, mochte ich auch das Buch sehr gerne. Huch. Ich glaube, das war auch in meinen Lieblingsbüchern mit dabei. Dann habe ich hier All Your Perfects von Colleen Hoover. Das fand ich auch ganz gut. Das ist aber eins von den Colleen Hoover-Büchern, an die ich mich nicht mehr so gut erinnern kann. Also ich fand es nicht überragend, sagen wir es so. Dann habe ich hier von Erin Watt noch When It's Real. Da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es da ging, aber das fand ich auch ganz gut. Dann habe ich hier noch The Manifesto and How to Be Interesting. Das ist auch schon bestimmt 5 oder 6 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber das mochte ich damals auch sehr gerne. Und The Mummy Bloggers habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Genauso wenig wie My Name is Victoria von Lucy Worsley. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Aber Eliza Rose habe ich schon gelesen. Das habe ich euch auch schon unzählige Mal auf Instagram und auch auf YouTube vorgestellt. Das mochte ich sehr gerne. Das sind immer so historische Retellings, die dann auch am Ende noch so ein paar, ja, historische Fakten haben. Dann gehen wir mal so ein bisschen hier rüber. So, hier steht erstmal eine Funko Pop, wie man sehen kann. Das ist die gute Bella in ihrem Celebration Dress mit dem Film mit Emma Watson. Und dann haben wir hier, oh Gott, das bricht alles zusammen. Haben wir auf jeden Fall The Surface Breaks. Ist auch ein Retelling von The Little Mermaid, wie man sehen kann. Und ich habe das Cover, das ist das einzige Buch, was ich so hingestellt habe, weil ich sagen muss, ich liebe das Cover und ich will das da nicht so reinstellen. Das ist echt das schönste Buch, was ich habe. Und es ist auch ein sehr, sehr, sehr tolles Buch. Also, das ist so ein bisschen so eine kritische, feministische Neuerzählung von Ariel und das habe ich sehr, sehr gefeiert. Dann haben wir hier oben The Princess and the Fangirl. Das ist der zweite Teil von Geekerella. Das habe ich allerdings noch nicht gelesen, also das habe ich auch noch nicht so lange. Deswegen bin ich da noch nicht zu gekommen. Dann haben wir hier The Problem with Forever. Das mochte ich auch sehr gerne damals. Ist ja auch von Jennifer L. Armentrout, eine meiner allerliebsten Autoren, wie ihr vielleicht wisst. Dann They Both Die at the End von Adam Silvera. Boah, ich habe noch ein Buch von Adam Silvera gelesen. Das war dieses andere, genau, History is All You Left Me. Und ich muss sagen, ich fand They Both Die at the End besser. Also, das mochte ich sehr gerne. History is All You Left Me. Ich weiß, Unpopular Opinion mochte ich nicht so gerne. Aber Chemical Hearts kann ich mich fast gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das so schlecht fand. Ich hatte nämlich richtig große Erwartungen und wurde sehr enttäuscht. Also, ich weiß noch, dass es sehr, sehr klischeehaft war. Dann The Names They Gave Us, da habe ich sogar geheult, von Emery Lord. Das fand ich richtig gut. Ich möchte auch seitdem immer mal weitere Bücher von Emery Lord lesen, bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Beautiful Broken Things und A Quiet Kind of Thunder sind beide von Sarah Bernhardt. Die fand ich beide sehr gut. Also Beautiful Broken Things schlechter als A Quiet Kind of Thunder, also das mochte ich lieber. Dann haben wir hier einmal Without Merit von Colleen Hoover. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein riesengroßer Colleen Hoover-Fan und Without Merit fand ich echt ganz toll. Also, das habe ich auch innerhalb kürzester Zeit durchgelesen und war richtig begeistert am Ende. Dann haben wir hier einmal Misfit von Charlie Howard. Ich glaube, das ist ein relativ unbekanntes Buch, zumindest im deutschsprachigen Bereich. Das hatte ich in London gekauft, als ich da war, weil ich das Cover irgendwie ganz schön fand und da ging es halt darum, dass jemand so einem also krankhaften Schönheitswahn entgegenfiebert, immer schlank sein will, weil sie eben Model werden möchte. Es ist halt sozusagen eine Autobiografie. Also die Autorin hat das Ganze selbst durchlebt. Und das fand ich wirklich sehr interessant. Also ich mag immer gerne so B Bücher, worum es darum geht, ja, wie man mit sich selbst am besten leben kann und wie es halt so ist mit Bodyshaming etc. pp. Das finde ich immer sehr interessant. Deswegen mochte ich das Buch sehr gerne.
Dann haben wir von Louise O'Neill, das ist auch davon, der Autor ist auch das hier, Only Ever Yours. Das fand ich sehr gut. Das ist eine dystopische Zukunftsversion von ihr. Sowas lese ich ja sowieso sehr gerne. Da geht es darum mit den Eves, dass alle perfekt sind und ja, nur dafür geschaffen werden, entweder Konkubine zu sein oder Lehrerin. Und dann gibt es noch so Bestimmungen. Also wenn du an einen reichen ja, Ehemann verkauft wirst, dann bist du was ganz Besonderes. Und dann haben wir noch Call It What You Want von Bridget Camera. Das fand ich auch sehr gut. Da kann ich mich allerdings an Details nicht mehr erinnern. Das ist eigentlich noch nicht so lange her, dass ich es gelesen habe. Aber ich meine, es war gut. Das habe ich gerne gelesen. Aber es ist halt nichts Besonderes. Dann haben wir hier einmal die ja, To All the Boys I've Loved Before-Reihe von Jenny Han. Ich glaube, da muss ich nichts mehr zu sagen. Da habe ich zu Genüge schon was zu gesagt und die auch in, weiß ich nicht, wie vielen Videos schon in die Kamera gehalten. Die liebe ich wirklich und finde die ganz, ganz toll. Und ich mag auch die Filme tatsächlich auf Netflix, auch wenn es jetzt keine 1:1-Verfilmungen sind, finde ich die wirklich gut. Und mag die Bücher umso lieber. Also ich finde die echt toll, die sollte auch jeder lesen. Und wenn ihr gerade anfangen wollt, was auf Englisch zu lesen, ist die Reihe übrigens auch super, weil man da alles sehr, sehr gut versteht. Allgemein so bei Jugendbüchern, wenn ihr mal anfangen wollt, auf Englisch zu lesen, dann sucht euch ein Jugendbuch raus. Da könnt ihr echt nicht viel verkehrt machen. Und damit sind wir jetzt auch schon durch mit der ersten, ja, Regalseite. Dahinter ist ja nochmal deutlich mehr zu finden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in zwei Videos aufteile. Also entweder ist es hier zu Ende oder es geht weiter. Man wird sehen. So, das war es dann jetzt auch schon mit dem Video. Also das war Teil 1. Teil 2 kommt, wie gesagt, noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch gerne auf Englisch lest oder ob ihr noch in anderen Sprachen lest, weil ich lese nur auf Englisch oder auf Deutsch, weil ich auch keine anderen Sprachen kann. Genau, das könnt ihr mir gerne in die Kommis schreiben. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!